an. Wie wär's mit einer Begrüßungstierlist, ja? Habe ich was Breiteres? Seht ihr, ich habe ja ein paar Themen vorbereitet. Deswegen ist sowieso gut, dass man Themen vorschickt, ja? Deswegen ist sowas wichtig. Weil wenn Chat da ist und sagt so, ach nee, oh nein, oh, ich bin, keine Ahnung, Chat. Moin ist ein S-Tier. Ich weiß nicht mal, ob Moin hier gelistet ist, ja? Moin S-Tier? Ich finde Moin echt so sehr S-Tier. Ich kenne das gar nicht so, dass man sich zu sehr mit Moin begrüßt. Ich kenne Moin hauptsächlich bei der Arbeit, ja? Also, für jemanden wie mich, der im Ruhrpott aufgewachsen ist, kenne ich Moin wirklich nur im Arbeitsverhältnis. Oder alter Mahlzeit. Es gibt immer den einen oder anderen, der mal Moin gesagt hat, aber das war nicht super üblich bei mir, absolut nicht. Du kommst ja nicht aus dem Norden, das ist wahr. Wir haben hier S-Goat, sehr stark, wer sagt da? Was? Sehr stark, wer sagt, wer das sagt? Achso. B, nicht schlecht, aber nicht besonders. Weiß nicht, ob das muss. Wenn du das auf Ehren sagst, können wir keine Freunde sein. Wir haben Ahoi-Chat. Wie sie. Ihr seid übrigens Coconut Mord. Ahoi, Leute. Was ist Ahoi für ein Tier an Begrüßung, Guys? Ich sage rund um die Uhr Moin und ich lebe im Ruhrpott. Ist das so eine Sache? Hm. Aber Chat. D. Ahoi ist ein C. C? I guess gut als Matrose? Was? Hallo? Ahoi ist vor. Junge, was ist denn los mit euch? Ahoi ist Goat? Wer ankommt und einfach Ahoi mit Ahoi begrüßt, ja? Und das mit vollem Selbstbewusstsein. Das ist einfach Gold. Du weißt, oha, da ist jemand mit einer Menge Selbstvertrauen dabei, ja? Ahoi ist super goofy. Aber wenn jemand ankommt und einfach dich ganz normal mit Ahoi, Mann, begrüßt. Du weißt so, oh mein Gott, Leute, die Ahoi sagen, sind immer nervige Bastard. Wie viele Leute kennst du, die Ahoi sagen? Ich kenne keinen, aber wisst ihr was? Jemand, der mich mit Ahoi begrüßt, den würde ich gern kennenlernen. Wenn jemand ankommt und Ahoi sagt, ja, den will ich, ich will wissen, wer das ist. Ja, was ist da los? Zu viele? Wer denn? Wie, als ob du Leute kennst, die das tun. Ahoi darfst du nur legal sagen, wenn du Seemann bist. Wenn du es andernfalls nutzt, gehörst du in Jail? Hallo? Würde sofort Fäuste auspacken? Was ist denn los mit euch? Na, Ahoi ist einfach krass. Bonjour. Ich glaube, das soll Bonjour sein. Das ist, bisschen, abgeschnitten. Finde Bonjourno besser. Ich denke, es ist Bonjour, oder? Weil, ich muss sagen, wenn du das auf Ernst sagst, können wir keine Freunde sein, ja? Hallo? Kannst du nicht auf Französisch antworten? Französische Begrüßung. Hallo, sprich Deutsch, du Hurensohn. Was ist los mit euch? Was für Art hier? Nein. Na. Emil, entspann dich. Okay, ich geh dann mal. Tschüss, Timmy, mach's gut, ja? Solides Babysart hier. Du bist ein solides Babysart hier. Na. Niemand sagt nein. Ich weiß, Bonjour. Ist, nee, wenn du es auf Spaß sagst, okay, aber wenn du auf Ernst sagst, ja, dann, das geht zu weit, das geht nicht, hallo, du kannst nicht ankommen und sagen so, hey, guten Morgen, oh, bonjour, was für Bonjour, Mann, oh nein, grüß dich, Chat, grüß dich, ja, was ist euer Take zu grüß dich, Frankreich, Französisch, grüß dich ist, keiner Cringe, aber nettes Cringe. Ist das so? C bis D? C, C? Weiß ich, ob das muss. Ich bin halt auch so ein bisschen, weiß nicht, ob das muss, aber ich tendiere auch ein bisschen zu D, Chat. Aber wenn ihr alle C sagt, da gehe ich mit auf C, ja? Grüß dich, weiß nicht, ob das muss. Nee. Nee. Ah, by the way, grüß Gott, ja? Wer grüßt mit grüß Gott? Was sagen wir dazu, Chat? Ich hab meinen Take, ja? Grüß Gott ist ein Klassiker, D. Grüß Gott ist absolutes F-Tier, sofort Todesstrafe, hallo. Alle Wanderer, C, B, Bayern. Grüß Gott ist S-Tier, A. Hey, Altern, was geht? S, gibt so, grüß dich, mein bester Vibe, so als würde jemand was von einem wollen, D-Tier. Ja, grüß dich fühle ich auch nicht. Nee. Weißt du was, du hast mich überzeugt, Kill-Kaktus, nee. Grüß Gott ist natürlich Goat, ja. Nein, natürlich nicht. Hallo, wer zum Fick sagt grüß Gott? Was ist los mit dir? Hallo? Ich bin sehr stark gerade, mit der Begrüßung, ja? Gebe schon seit einem guten Jahr in Bayern und jeder, der das sagt, nervt mich. Was für D? Grüße Gemüse?
Wo Grüße Gemüse? Was für Grüße Gemüse? Aber wir haben guten Tag. So, guten Tag ist sehr stark, wer das sagt. Guten Tag ist einfach guten Tag. Das ist einfach das deutscheste Deutsch, was geht. Das ist einfach guten Tag, Leute. Ja, guten Tag, na, Tag, guten Tag. Guten Tag, kann man immer sagen. Ist einfach stark, ist solide, da kannst du nichts mit falsch machen. Niemand fühlt sich angegriffen, wenn du guten Tag sagst. Weil du hast einfach nur guten Tag gewünscht, ja? Wir haben da guten Tag. Ja, die sind alle abgeschnitten. Fällt dir das erst jetzt auf, oder wie? Oh, und in Zukunft nur noch mit den Dätschi-Sachen hier in den Stream kommen. Nee, 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 gute Nacht. Nein, 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 nein. Na, 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 na. Guten Tag ist halt Deutschlehrer Woche 1 Begrüßung. Was für Deutsch? Achso, Deutschlerner Woche 1 Begrüßung. Ja, das ist halt das, was du auch als erstes als Begrüßung wahrscheinlich lernst. Guten Tag, ne? Wurde dir jetzt bewusst, dass du Bayern gerade den Krieg erklärt hast? Habe ich den Crusader Kings auch oft genug gemacht? Ich sehe das Problem gerade nicht, ja? Weil was ist denn los, hä? Guten Tag ist okay. Guten Tag ist stark. Hallöchen. Hallöchen, Leute. Und willkommen zu einer, zu einem neuen Part von Castlevania Symphony of the Night. S-Tier, eindeutig. Goat. Hallo, Hallöchen? Hallöchen ist S. C? Was für C? Was ist los mit dir, Belauch? Muss ich dich nochmal timeouten? Definitiv ist D. B? Was? Hallöchen? Hallo, Hallöchen? Das ist voll gut. Was ist los mit euch, ja? Hm. Nee, schon die ganze Zeit, deshalb bin ich verwirrt, was du da alles so brasselst. Da steht überall was anderes, was du sagst. Du kannst es auch nicht... Nein, 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 nein. Du weißt doch schon, was da steht, ja? Hallöchen sagt meine Mutter auch immer. Ja, yeah, Blake. Hallöchen ist immer gut. Hallöchen sagt sich auch so schön. Man kann immer wieder Hallöchen sagen. Hallöchen ist angenehm. Es ist ein guter Tag. Man ist gut drauf. Es ist immer was Sympathisches und Positives. Es ist einfach Goat. Hallöchen ist Goat. Hallihallo. Chat, haben wir Hallihallo-Meinung? Bei der Musik hier gerade, oh Gott. Hallihallo-Meinung, ja? Oh... Hallihallo, S, A, C, nee, S, S. Was? Leute, die Hallihallo sagen, ja, da sitze ich da und denke mir so, ich weiß nicht, ob das muss, ja. Hallihallo? Kommt da noch ein Hallöchen dahinter? Bitte, bitte nicht, ja. Hallöchen, okay, aber Hallihallo? Also komm schon, ja, das ist zu sehr gewollt. Das ist einfach zu sehr gewollt, ja. Hallihallo ist nur angebracht, wenn du nicht gleich brutal... Wenn du mich gleich brutal ermordest. Alter, Ezra. Klingt eine aufgesetzte Fröhlichkeit. Ja, es klingt sehr aufgesetzt. Ich denke mir auch so, ich weiß nicht, ob das muss, ja, ne? Muss jetzt nicht mit Hallihallo ankommen. Nee, nee, nee. Und Hallöle. Chat, Hallöle. Hallöle ist... Also, wenn du Hallöle sagst, ja, dann weiß ich nicht, ob wir Freunde sein können. Ganz ehrlich, Hallöle... Nee, 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 nee. Hallöle, wer sagt... Hallo? Was soll das? Niemand sagt Hallöle. Niemand. Hallöle ist okay. Was? Minecraft-Film? Der wurde gerade released, der Trailer von Minecraft-Film, wild. Hallöle ist für mich dieselbe Ebene wie Hallihallo. Ich finde, Hallöle ist aber schlimmer als Hallihallo, ja? Hallihallo ist so, wo man sich denkt so, ah ja, okay, du willst gute Laune verbreiten, aber nee, nee, nee. Und dann kommt Hallöle. Dann sitze ich da, nee, 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 nee. Bitte, bitte dreh dich um und geh wieder. Tschüss, du hast versagt. Aufnahmeprüfung verkackt, Mann. Hallöle ist mir zu deutsch wieder. Nervige Vibes sofort, das verstehe ich nicht. Aber Hallöle ist einfach so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hallo, Chat, was sagen wir zu Hallo? Kann man gut zusammenpacken, Hallihallo, Hallöle? Das ist das Schlimmste, Achatun, das ist das absolut Schlimmste. Nicht schlecht, aber nicht besonders, ja. Hallo ist ein gutes Beat hier. Hallo, 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 sag mal hallo, hallo. Hallo ist eine Baseline-Begrüßung. Hallo ist aber auch so ein Wort, das benutzt du oft außerhalb von dem Rest, ja? Ist das nicht so, Ahoi? Ist das so, Hallo? Geht's euch noch gut, ne? Ist das aber auch nicht, Bonjour, geht's dir noch gut? Sagt niemand so, versteht ihr? Deswegen, Hallo ist super solide. Hallo ist so vielseitig und gut einsetzbar, ja? Und jetzt habe ich ein Problem. Was soll hell? Das soll ein D sein, ne? Oder? Nee. Hello? Oder ist das, nee. Ist das Hello? Ist das einfach Englisch? So, sei hello. Hello? Hello? Ist es hello oder hello? Also mit einem W am Ende, wie im Englischen, oder hello? Hallo ist die Baseline, ja. Wir müssen die Begrüßung und die Folie am Ende am wenigsten mag immer zu Stream-Anfang benutzen. Tut ihr eh nicht, ja? Hello ist C-Tier. Hello gleich auf mit hallo. Hello? Sagen Leute hello? Wer sagt denn bitte hello? Wo Kawabanga? Ist nicht so deutsch, Maeve, ne? Ist nicht so deutsch. Kann die? Ich bin sehr gespalten. Ich habe das nie jemand sagen hören. Ich habe da keine Vibes von, ja. Ich weiß nicht, was ich zu Hello mir denken soll, ja. Also, wenn ich in Deutschland mit Hello begrüßt werde, gibt's eine Ohrfeige, safe. Okay.
Oder Tach? Tach ist hier wirklich nicht drin. Du hast recht. Du hast recht. Oh. Aber Hello? Ich kenne da einige. Echt? Okay. So. Hey Ho. Warte mal. Das soll Hey Ho sein, ne? Warum kommst du an und nennst mich Ho? Was soll die Scheiße? Nee, wir können keine Freunde sein, wenn du mich sofort mit Ho Nein. Wer, hey Ho? Hey Ho sagen manche Leute. Hey Ho, Minecraft-Freunde. Hey Ho. Oh mein Gott, das ist voll das deutsche YouTuber-Ding auch mit dem Hey Ho, oder? Hey Ho ist ein super deutsches YouTube-Ding. Ich glaube, ich könnte den Unterschied zwischen Hallo und Hello nie raushören. Na, schon ein bisschen, aber ich weiß nicht. Hey Ho. Hey Ho. Hey Ho. Hey Ho, aufstehen. Warte mal, ist das Ding? Ja, dann ist das ja eigentlich S-Szene, aber... Hey Ho, was ist da mein... Ha, hey Ho ist Peak, weiß ich nicht, das sagen die mal. Hey Ho ist Icky. Ich weiß es nicht, in einem Lied gefällt es mir, aber sonst... B? Okay, ich gehe mit B. Hey Ho, hey Ho. Hey Ho ist der Piraten-Sing. Hey Ho, hey Ho. Ja, ich meine, ich sehe es, ja. Er ist Rater an Punkt. Bin schade, dass das nicht so Spaßbegrüßungen dabei sind. Das sind Begrüßungen. Was hast du denn erwartet? Begrüßung, Tierlist. Es geht um Begrüßungen der deutschen Sprache. Und was mit Hey? Hey ist einfach normal, oder? Ich meine, da ist Hey kein Hey Doppelpunkt Klammer zu. Da ist es okay. Ja, hey, was geht, ne? Hey, na, hey. Auch B. Das ist solide. Kann man machen, ne? Kann man machen. Hey ist doch normal. Hey ist okay. Hey ist A. Hi, hey. Ja. Aber das Ding ist halt, also manche Leute schreiben auch Hi mit I, aber Hey, habe ich das Gefühl, ist ein sehr deutsches Ding, oder? Also Hi würden auch Leute im Englischen oder so schreiben oder halt, ne, wo auch sonst, wo Leute Englisch sprechen oder sowas. Aber Hey, das sagen wir doch nur, oder? Das ist ein super deutsches Ding, oder nicht? Hi, wo? Nee, du sagst ja nicht Hi, sondern Hey. Hey, was geht, ne? Hey, na, hey, hey, oh, ich bin die Hey-Oh-Person. Hola, hola. Sovermente-Chat. Nix hier Sovermente, ja. Nix hier Sovermente. Sovermente ist erst bei 400 Subs wieder, Leute. Na, aber Ola, was sagen wir zu Ola? Ola. Ich mag Ola. Aber wer sagt das im Deutschen? Ja, das ist deutsche Sprache hier. Und da haben wir Bonjour und Ola. Wer sagt Ola? Hat das was mit Mallorca zu tun? Aber die sprechen doch... Na gut, die sprechen Kastilisch. Aber die sprechen doch eigentlich Katalonisch. Esst ihr? Es? Ola, okay. Wenn ihr es so wollt. Wenn ihr es so wollt, ja. Yo, wo was ab? Holla die Waldfee. Oh. Aber wer ist dieser Holla? Das sage ich so oft. Sagst du Holla oder sagst du Holla? Okay. Ja, jetzt sehe ich ein bisschen, wo das kommt. Ja. Oh. Ich verstehe Chatterino jetzt ein bisschen. Mahlzeit kommt auch auf S. Mahlzeit auf S. Also Mahlzeit, übrigens, Mahlzeit, ja. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Mahlzeit ist in meiner Lebenszeit ein reines Arbeitsumfeld-Ding gewesen. Meine Frage an die Leute, die arbeitstätig sind oder schon mal waren oder sonstige, was auch immer, ja. Mahlzeit ist ein Arbeitsding, oder? Leute auf der Arbeit begrüßen sich immer morgens mit Moin und mittags immer mit Mahlzeit. Ist immer Mahlzeit. Und auch wenn Leute dann irgendwie gerade, du hast einen Techniker bei dir und die begrüßen dich, die sagen auch immer Mahlzeit. Immer Mahlzeit, oder? Ist das nicht ein Ding? Ich bin so hundertprozentig überzeugt, aus irgendeinem Grund ist es ist Berufsjargon, Berufsetikette irgendwie. Mahlzeit ist Begrüßung der Arbeitsklasse. Ja, irgendwie so, ne? Es geht irgendwie voll in die Richtung. Von Mahlzeit fühle ich mich immer belästigt. Ist das so? Mahlzeit ist der Klassiker auf der Arbeit. Mahlzeit ist, was dein pummeliger Kollege sagt, wenn er dich grüßt. Nein, alle. Immer, ohne Ausnahme. Es war immer Mahlzeit. Da habe ich auch Mahlzeit zurückgegrüßt, aber das würde ich sonst nie benutzen. Es ist so ein ganz komischer, sehr spezifischer Limbo. Deswegen ich sage, ich weiß nicht, ob das muss. Ich wäre mal so sauer, dass alle Mahlzeit sagen auf der Arbeit, aber ich habe es auch gesagt. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, aber ich habe es dann auch gesagt. Aber es ist ein Arbeitsding, ne? Bei uns ist es der Standardsprache in der Kantine. Ja gut, aber da gibt es irgendwie Sinn, weil du bist in der Kantine, ne? Also ich war bisher bei 3 verschiedenen Unternehmen arbeiten und bei allen 3 haben sich alle mittags mit Mahlzeit begrüßt. Ja, ich habe auch mehrere Praktika gemacht, ja. Ich hatte ja auch schon mal hier Techniker für Internet, Stromabzähler, Klempner oder sonstiges hier. Die haben immer mit Mahlzeit auch gegrüßt. Immer. Ohne Ausnahme. Es ist immer ein Mahlzeitding, ja. Ich bin mir 90% sicher, dass ich nur Männer Mahlzeit sagen höre. Lass mich überlegen. Habe ich jemals...
bin mir sehr unsicher gerade. Vielleicht beim Rewe. Vielleicht als ich beim Rewe gearbeitet habe, da waren ein paar mehr Frauen. Sonst war ich tatsächlich auch eher bei Praktikern, die sehr männerdominiert waren. Also in dem Bereich, wo ich da gearbeitet habe, nicht in der ganzen Stelle. Da waren auch noch in anderen Bereichen halt Frauen tätig natürlich. Aber halt in der Stelle, wo ich da war, zum Beispiel im Gartenbereich, ja. Bei einem Altersheim, da waren nur Männer in der Gartenabteilung, ja, zum Beispiel. Bei Rewe war es halt bei einem Regaleinräumen komplett gemischt oder so. In der Küche, ja, da waren die Kellnerinnen da, aber keine einzige Köchin, das waren alles Männer auch. Ich weiß nicht, du könntest einen Punkt haben. Da habe ich es, glaube ich, wirklich nie so sehr gehört. Du kommst in den Raum, jemand futtert gerade genüsslich sein Brötchen, dann gab es halt immer Mahlzeit zur Begrüßung und quasi guten Hunger, aber sonst nee. Ja, ja, es war immer Mahlzeit. Moin, moin. Wer sagt moin, moin? Chat, wer sagt moin, moin? Sagt jemand von euch moin, moin? Irgendwelche moin, moin Nutzer? Sind wir ja bei Rocket Beans oder was? Die gibt's eh nicht mehr richtig, aber... Was ist eigentlich mit Rocket Beans passiert? Wie sind die so hart abgestürzt, ja? Jonas? Jonas Amazonas, moin, moin und moin, Beste über S-Tier. S-Tier? Moin, moin, S-Tier. B bis C. Ich habe in der Kantine so viele Männer, die austeilen als auch Frauen. Beide Gruppen sagen Mahlzeit. Ja, ich habe ja jetzt nur von meiner, das war jetzt kein Statement, das war jetzt nur zu Revue passieren lassen und meine, ne, meine persönliche Erfahrung einfach in der Hinsicht. Deswegen habe ich überlegt. Ich kam anderthalb Jahre mit Moin Moin in den Chat. Moin Moin. Moin Moin in Landratten. Ah. Ich meine, ich würde eher sagen, weiß nicht, ob das muss mit dem Moin Moin, ja. Chat würde wahrscheinlich eher echt auf ST gehen, ja. Moin Moin ist so neutral. Ich denke mir, Moin Moin ist ein Moin zu viel. Moin ist für mich nicht schlecht, aber auch nicht besonders. Moin ist halt ein Ding, das habe ich immer öfter mal gehört. Moin ist aber auch wieder so ein Arbeitsding bei mir, übermäßig. Aber im Gegensatz zur Mahlzeit gab es immer wieder diese paar Leute, auch in der Schule, die mit Moin gegrüßt haben. Oder die auch mit Moin geschrieben haben. Im Chat gibt es immer mal Leute, die Moin schreiben, ja. Wo ist so ein Moin-Hater? Was soll das? Chat, wir gehen. Moin ist solid. Ich find's an dem Punkt da nicht besonders. Aber es ist definitiv irgendwie nicht mein Ding. Also ich weiß nicht. Moin ist nicht so das Ding. Aber wisst ihr, was mein Shit ist? Wisst ihr, was Ruhrpotter-Shit ist, ja? Wisst ihr, was das Ding schlechthin weg ist? Na? Na, SS-Tier. Das ist bei mir in der Gegend gewesen, ja? Das ist schlicht und ergreifend die Begrüßung schlechthin, ja? Na? Hey oder na? Und vor allem na ist meistens so das Ding, na? Na, es geht. Na, 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 na. Na ist SS++. Ja, hier fehlt noch Tag. Tag ist echt nicht drin, aber wir haben Tag, ne? Immerhin etwas. Na, na, short und simpel. Na ist na. Mit na auf S kann ich leben. Wann gibt es so viele Seefahrerbegrüßungen? Naja, keine Ahnung, Seefahrer... Ich habe eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Seefahrer, ja, die machen so die ganze Zeit so, oh, wir segeln so, oh, was eine Gaudi, Mann. Und dann triffst du ein anderes Schiff und dann ruft jemand so, oi, ahoi, was geht, Mann? Und jemand anderes so, oh, hey. Und weil du immer so rausrufen musst, dann hast du so viele Begrüße. Moin, ahoi. Ne, sowas halt. Hey, ho, versteht ihr? Man erkennt das. Und deswegen, weil du es so rausrufst, über andere Schiffe oder an Land oder sonstiges, dadurch hast du diese Seefahrerbegrüßung, weil du die gut brüllen kannst, ja. Bonjour, kannst du nicht so gut brüllen. Das ist Schwachsinn. Das sagt niemand. Hallöle, das ist halt zu lang. Das ist Quatsch. Aber der Rest, ne? Der Rest, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meinem Kopf ergibt das Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Ahoi, seht ihr? Wenn du mit nah rankommst, antworte ich mit, was kommst du mit nah? Wir kennen uns nicht, Respekt. Das geht ja, ich meine, ich gehe jetzt nicht zu random Personen und sag nah. Du gehst auch nicht zu random Personen und sagst holla. Oder Hallöchen. Sondern du gehst zu Personen, die du nicht kennst, immer ganz höflich mit guten Tag. Oder schönen guten Tag. Hallo. Nett, sie kennenzulernen. Sowas halt. Du gehst ja doch sehr standardmäßig rein. Da, na, sage ich auch nur zu Leuten, die ich kenne natürlich. Na, Fully? Ja, na. Was geht? Na? Oh. Ficken sie sich. Genau. Begrüßung komplett weglassen. Ja, wie führt man so Konversation? Ich würde nicht sagen, dass ich schlecht bin in Konversationen führen. Ich würde sogar sagen, ich bin okay. Ich bin relativ in Ordnung, I guess. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich schlecht bin, mit Leuten zu reden. Aber man begrüßt sich doch immer. Also man sagt irgendwie so, na, hi, wie geht's, na, ne. Ich merke, ich sage immer na, ne. Ja, irgendwie, wenn nur jemand Hallo sagt und niemand sagt nichts mehr, ne. Das ist komisch. Das ist seltsam.
Keine Begrüßung ist D, aber besser als Bonjour. Ich meine, ich mache hier in der Liste keine Abgrenzung, ne? Nee. Wieso ein Kopfnicken-Begrüßung ist damit gemeint? Ich meine, dann... Ja, dann würde ich sagen, nicht schlecht, aber nicht besonders. Es kommt drauf an, wenn das so beim Beilaufen ist, so als Begrüßung, ne, jemand sagt was und du nickst so den Kopf, dann sehe ich's, das ist super deutsch. Wollen wir das als das gelten lassen? Weil dann sehe ich's. Weil das mache ich selber auch super oft. Aber das ist halt das typische Ding von wegen, wenn du Kopfhörer oder so auf hast, du willst halt nicht immer begrüßen oder so, keine Ahnung, jemand sagt hallo, machst du einmal, ne, oder na, so beim Beilaufen oder machst du so, auch, ne, das kenne ich immer. Aber da steht nicht leise, da steht weglassen. Ja, stimmt, da steht weglassen, nicht leise. Das wäre eigentlich eine leise Begrüßung, ja, ja. Keine Begrüßung ist jemanden ignorieren, was falsch mit dir, das ist uncool. Nee. Servus, okay. Jetzt habe ich einen gewissen Teil, glaube ich, hier im Chat, die wahrscheinlich sehr für Servus pochen und Leute, die sehr gegen Servus sind, ne? Was ist euer Take? Was ist euer Servus-Take? Servus? D? Irgendwie Servus ist halt nicht meine Welt, Mann. Da bin ich auch nicht aufgewachsen in der Gegend, dass Servus bei mir so super normal ist, ja? Ich finde das schon wichtig. Im Chat finde ich es eher komisch, wenn Leute es voraussetzen, dass man sich begrüßt im Chat. Ja, das ist was anderes, ne? Das ist nicht wichtig. Selbst wenn ich Leute so generell anschreibe, da schreibe ich halt direkt mein Anliegen und nicht, hi, wie geht's, na, was machst du so? Als ich 12 war, habe ich das vielleicht gemacht, aber wenn ihr Konversationen führen wollt, dann kriegt ihr damit nichts irgendwie zustande. In Bayern normal, außerhalb davon, nee, Mann. Ich meine, Servus ist auch eine Sache, kleiner Funfact. Servus ist sogar eine Sache, die ich aus Ungarn kenne. Und zwar, das ist mein größter Berührungspunkt mit Servus. Ja, in Ungarn haben alle Leute uns immer mit Servus begrüßt. Es ist komisch, es klingt seltsam, ja, weil man würde denken, gibt es sich irgendeine ungarische Begrüßung. Aber scheinbar ist es vor allem ein Ding, glaube ich, wenn sie wissen, dass du deutsch bist, dass sie oft Servus sagen. Und ich glaube, generell hat sich das ein bisschen eingebürgert, Servus manchmal zu sagen. Kann auch von der Region abhängig sein, ja, aber ist eine Sache, die existiert. Was wild ist, was super wild ist. So wild, dass ich lange nicht wusste, dass Servus eine deutsche Begrüßung ist. Als Kind wohlgemerkt, ja. Irgendwann, als ich so ein bisschen älter wurde, habe ich irgendwann gelernt, warte mal, Servus sagen die Leute auch im Fernsehen, ha? Ist also scheinbar nicht nur eine ungarische Begrüßung, aber ja. Vielleicht ein Überbleibsel aus Österreich-Ungarn-Zeiten würde vollkommen Sinn ergeben, ja. Wir wissen auch, dass ganz Deutschland eigentlich Bayern ist. Ich würde persönlich sagen, muss nicht sein, ja. Aber viele Leute lieben das wahrscheinlich, ne. Viele Leute sind Servus-Fans, Servus-Stans. In 9 von 10 Fällen sage ich Servus, wenn jemand mit auf der Straße begegnet. Servus heißt auf Latein Sklave. Was für gute Begrüßung. Da hat jemand Sprachwandel nicht verstanden, ha? Okay, hear me out. Bei uns sagt man zur Begrüßung auch Servus. Und nun hört mir zu. Salle. Salle? Was ist Salle? Salle habe ich noch nie gehört, Mann. Bei mir ist Servus in der Sprache einprogrammiert. Ja, ich weiß, es gibt Gegenden, da ist es so gang und gäbe, bei mir halt nicht. Bei mir halt absolut nicht, ja? Salle. Kenne ich absolut nicht, Mann. Aber ja, Tag. Weiß nicht, wie ich es aussprechen wollte. Tag, passt, ne? Stark, oder? Artier. Ja, easy ohne Pepsi, ja. Tag, ja. Ist ja egal. Ist ja wahrscheinlich auch eher Tag statt Tag. Obwohl ich die meisten G-Endungen im Deutschen normalerweise mit einem ordentlichen G ausspreche und weniger mit einem Sound, ja. Das gibt's ja auch immer mal wieder. Und da gibt's Leute, die streiten sich darüber, was bescheuert ist, weil es unterschiedlich halt ausgesprochen wird hier und da. Aber Tag sage ich auch immer. Ich sage nie Tag. Ja? Nabend fehlt. Ja, Nabend mag ich eigentlich auch. Was ist da los? Sali wäre so ein Schweizer Ding. Aber Salle? Ich kenne auch Salü. Und Salü und Ciao. Ciao eher so zur Verabschiedung. Aber Salü habe ich immer gehört in der Schweiz, als ich dort war. Ich habe einen Monat dort gelebt und gearbeitet mal in der Schweiz. Und da haben alle Salü gesagt. Alle. Ohne Ausnahme. Es war immer Salü. Oder ist es das mit Sali? Aber es klingt wie Salü. Also es klingt genauso wie das französische Salü halt, ne? Nee, kenne ich absolut nicht. Wenigstens, ich bin ja in der Schweiz. Macht Sinn, dass es so ähnlich ist, oder? Bei mir sagt man Grüzi. Ja, wir sagen Salü oder Grüzi. Ah, Gumo am Morgen. Ja, nee, das finde ich psychotisch. Salü ist Sali? Ist das so? Ist das die deutsche Schreibweise einfach davon? Aber es ist wahrscheinlich sehr deutlich aus dem französischen mit vom Salü, ne? Auf jeden Fall, ich habe das sehr, sehr, sehr oft gehört. Und dann haben wir das, yo, was geht, yo. Stark, wer das sagt, ja. Yo, na, yo ist sofort, obwohl ich würde fast sagen, este, yo ist gute Laune. Yo ist eigentlich fast immer gute Laune, ja. Eher nicht, aber ey, yo,
Ne, Ejo finde ich es, da, von den Leuten halte ich mich fern, die sagen, Ejo, ich sage mal bei Leuten, die so, yo, der Füller, yo, der Altern, yo, Ezra, was geht, yo, ne, das ist cool. Du bist psychotisch, Gummo ist super key und was, findest du? Ich finde, ich weiß nicht, Gummo ist nicht meins. Ich mache auch nur Spaß, ich meine es natürlich nicht ernst. aber ich fühle Gummo überhaupt nicht. Yo, fühle ich, das fühle ich auf jeden Fall. Gummo ist auch irgendwie Schriftsprache. Und ich muss sagen, ich bin sehr allergisch gegen Abkürzungen in Schriftsprache bei sowas, ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Also es gibt Abkürzungen, die ich natürlich nutze, aber Abkürzungen, die mehr sehr gang und gäbe sind. Ansonsten bin ich ganz oft kein Fan davon, Dinge einfach random abzukürzen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, die klingen meistens echt blöd, wenn man sie ausspricht. Aber wahrscheinlich geschrieben sind sie besser. Weil niemand sagt Gummo, ne? WMDS, HDGDL, ja, das mag ich auch nicht. BM bis morgen bin ich auch kein Fan von. Ich bin auch niemand, der so schreibt. Ist euch das mal aufgefallen? Ist euch das mal aufgefallen? Ich schreibe da nie so. Im Englischen ist es irgendwie nicht so schlimm. Shake my head, SMH, das benutze ich. Ich weiß nicht, warum ich da anders bin. Aber im Deutschen kein Plan. Vielleicht, weil keiner, ich weiß es nicht, Englisch sich auch viel mehr anbietet zum Abkürzung, ja? Guta, das sagt auch niemand. Erweitere mal deinen Horizont, Huso. Nee, warte, du müsstest ja auch hassen. Also, nee. Huso ist auch wieder was anderes. Hab schon Gummo in Real Life gehört, war ziemlich weird. Ja, Gummo klingt irgendwie nicht richtig auf. Ich weiß es nicht. Polardrehöhe zusammen? Was? Hollerö. Hollerö, das hat doch nur der Typ erfunden. Ja, Hollerö gibt's nicht. Nee. Hypocrite? Ich sag einfach nur, ich vibe damit nicht. Ich weiß nicht warum, ja. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich finde, viele deutsche Abkürzungen sind sehr unnötig und nicht gut gelöst oder klingen doof. Vielleicht ist das Ding, dass ich sie vom Klang nicht mag, ja. Huso ist für mich wie Arsch. Ja, Huso ist gut, ja. SMH bedeutet nicht somehow. Nein, shake in my head. Aber weißt du was, Alexander? Ich dachte auch mal, SMH steht für somehow, steht für shake in my head. Mann, seid ihr doof, SMH, ne? Shake in my head. Genauso wie die Englischen? Ja, aber das sagt halt niemand. Das ist der Unterschied. Ich habe das Gefühl, viele der deutschen Abkürzungen, die sprechen Leute gerne aus, während beim Englischen das strikt irgendwie Schriftsprache ist. Wisst ihr, was ich meine? Nicht immer, aber viel üblicher. Ich habe das Gefühl, obwohl manche Leute sagen auch TBH, aber die Leute sprechen es eher aus. Check in my head, to be honest, by the way, ne? Aber die schreiben es abgekürzt. Das ist wie wir zum Beispiel in der Regel auch immer aussprechen, aber abgekürzt schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, deswegen bin ich da viel annehmender, was das angeht. Beim Deutschen, viele Leute versuchen dann die Abkürzungen auszusprechen. Und dann gibt es solche richtig bescheute Abkürzungen für manche Worte, wo ich mir denke, was soll das denn? Gell, have fun, good luck, have fun. Dass das HF für halt die Fresse steht, dachte ich auch immer. Aber das ist auch wild. WTF, what the fuck? Ja, Leute sagen auch nicht. Im Deutschen sagen Leute WTF. Aber im Englischen sagen die Leute meistens what the fuck. Klar, du hast WTF Leute sagen hören schon mal definitiv. Aber WTF klingt auch scheiße zum Aussprechen. Du sagst, du hörst dir what the fuck hören. Und ich glaube, das nehme ich besser an. Hölle, ja? Ja! Wann kommt Zuschauer-Tierlist? Na, ich rank euch doch nicht. Ich spreche schon oft die Buchstaben, TBH und das, to be honest, spreche ich aus. Ist das so? WTF klingt besser. Ja, weil die Buchstaben im Englischen ja auch bescheuert klingen. Deswegen sagst du, what the fuck? Und what the fuck, sag ich auch immer. Also, ich sah nie WTF eigentlich. Also, ich habe früher mal WTF gesagt, ne? Bei Grüezi ist das E nach dem Ü nicht stumm. Zumindest nicht komplett. Grüezi? Ist Grüezi? Echt jetzt? Klingt wie Grütze. Aber ja, was zum Fick? Das ist auf jeden Fall die objektiv richtige Begrüßungstierlist. Dankeschön.